Süßen Popöchen. So. Runter. So. Du darfst hier drinnen nicht gleiten. Siehste? Du darfst hier nicht gleiten. Du hast aber an dir gezweifelt. Warum? Hä? Wie? Ja, weil ich erstmal so lange geglitten bin, geleitet habe. Ja, ich gleite ja auch immer rein. hier. So. Agent Bradbur, ich habe die Daten aus den Minenterminals. Rance wusste schon, warum er euch eingespannt hat. Nee. Ich werde ihn kontaktieren, während die Daten entschlüsselt werden. Ihr Oberbefehlshaber Rance. Meister Bowden ist ebenfalls hier. Haben wir die Koordinaten der imperialen Kommandozentrale? Ich habe sie gerade bekommen. Sieht aus, als kämen die Befehle aus einem kleinen imperialen Stützpunkt auf der Oberfläche. Der SID hatte sich da schon umgeschaut, ist aber für kein Prioritätsziel gehalten. Ich hab die Eins genommen. Aho hat darauf gesetzt, dass der republikanische Geheimdienst angesichts der Belagerung des ganzen Planeten etwas so Kleines übersehen würde. Ich glaube kaum, dass Darth Aho wirklich dort ist. Der SID berichtet, dass er für gewöhnlich auf Distanz bleibt, während jemand anderes die Lage an der Front für ihn regelt. Vermutlich hat er seiner persönlichen Schülerin das Kommando übertragen. Lord Loyard ist ebenso grausam und erbarmungslos wie ihr Meister. Der SID hat eine Akte über sie. Ist ziemlich gut mit dem Lichtschwert. Hat mindestens ein Dutzend anderer Sith in ihrer Zeit auf Korriban getötet, wurde nie dafür bestraft. Aho hat Loyard beschützt. Ihre Beziehung geht über ein Meister-Schüler-Verhältnis hinaus. So. Wähl irgendwas aus. Loyard ist vielleicht ein Sith-Lord, aber sie ist mir nicht gewachsen. Ihr könnt gerne versuchen, sie zu verhaften, wenn ihr wollt. Aber ich werde sie auch nicht vermissen, wenn sie umkommt. Sobald der Stützpunkt keine Gefahr mehr ist, meldet euch bei Agent Bradbur. Viel Glück. Okay, ich kann mir vorstellen, die Nummern an der Seite haben was damit zu tun, wie viele in Prozenten die jeweilige Antwort ausgewählt haben. Weil du hast jetzt 50, ich hatte 26. Ich habe nämlich Antwort 2 ausgewählt. Ich habe 1 ausgewählt. Ja, es werden viele standardmäßig einfach immer nur klicken, klicken, klicken. Ja, aber es kann nicht sein. Wir haben teilweise ja immer dieselbe Antwort ausgewählt und unterschiedliche Werte gehabt. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wow, jetzt hab ich mich geheilt. Wohin? Da runter. Gut. Schlaf mal. Nee. Na. Ah, da ist viel zu viel geöffnet. Musst du etwa kämpfen? Nee, ich wollte die Karte schließen und hab dabei so viele Sachen gleichzeitig geöffnet. Ich werde dort voll im Möhre angeschossen. Ach ja, ich helfe mal. Aber jetzt renn ich von mir weg. Lange nicht mehr auf ihren Beruf geschickt. Egal. Ernsthaft? Ich habe nur noch 16 Medipacks, ey, durch die Scheiße, dass ich mich mal verklicke. Oh, warte mal kurz.
muss mein Medipack da überhaupt wieder hin rausrüsten. Ja, ich warte hier vorne. So. Beim Eingang. Das passiert mir auch sehr häufig. Nee, schlimm finde ich bei mir die 9. Weil die 9 ist bei mir bei Lost Ark das Reittier und hier ist es die 0. Da komme ich jedes Mal durcheinander. Tatsächlich, der Gleiter ist bei mir SZ, dann Sternchen, also das letzte jetzt in der Taskleiste da unten ist der das Medipack. 9 ist bei mir ein Angriff, 0 ist bei mir Heilung. 9 ist bei mir ein Defensiv, 0 ist bei mir der Gleiter, SZ ist die Heilung und Sternchen, Semikolon und was weiß ich ist bei mir ein Vernichtungsangriff. Also 1 bis 9 ist bei mir halt aktiv, also mehr doch aktive Angriffe und das war's. Ich habe hier noch immer Macht, womit ich Leute wiederbeleben kann. Warum hier immer? Ja, wieder taufrisch. Ey, was? Du bist gerade bei mir auf der Stelle gerannt. Okay. Ehrlich bin ich, hätte gar keinen mehr angegriffen. Loot, Loot. Ich habe überall den Loot nicht eingesammelt. Bei den Leuten, die du umhaust. Eine alte Oma. Bist du im jetzt Gespräch beginnt. Es ist vorbei, Lord Lloyd. Rance hat also den großen Streiter der Jedi geschickt, um mich herauszufordern. Eure Kampfkünste sind legendär, aber ihr werdet hier keinen Erfolg haben. Ihr habt keine Ahnung, welche Qualen ihr bald erleiden werdet. Ich bin die persönliche Schülerin von Darth Aro. Jeder, der den Namen meines Meisters hört, erzittert vor Furcht. Euer Meister ist nichts Besonderes. Die Galaxis ist voll von brutalen Schurken. Ihr wisst nichts über Darth Aro. Er verkörpert die Grundsätze des Rats der Sith. Sein Zorn ist legendär. Meister, eilt an meine Seite. Gemeinsam werden wir diese republikanischen Narren vernichten. Darth Aro? Könnt ihr mich hören? Ich bin es, Lord Lloyd. Meister? Seid ihr da? Habt ihr wirklich geglaubt, er würde sein Leben riskieren, um euch zu retten? Für einen Sith-Lord habt ihr noch viel über die dunkle Seite zu lernen. Er würde mich nicht im Stich lassen. Sehr arrogant. Das muss eine Prüfung sein. Ja, er prüft meine Stärke. Ich werde euch selbst vernichten und meinem Meister beweisen, dass ich würdig bin, ihm zu dienen. Sie hat gesagt, sie will dich vernichten, ne? Ich überlasse dir den Vortritt. Und nur ich werde von denen angezogen, ernsthaft? Ja, weil wir gespürt haben, dass du dich aus dem Kampf entziehen wolltest. Jetzt geht's los! Die hat ja gar keine Chance. Ja. Warum? Was macht ihr da? Kira hat die angegriffen. Naja, ich lasse mich so lange oral befriedigen von der Alten, wa? Oh, 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 oh.
mal, ich habe einen von hier hinten erledigt. Ich mag den Lichtschwertwurf. Ach komm, ich helfe euch mal. Ich will nicht so sein. So. Vor allem, die waren halt nicht am Kampf beteiligt. Warum mischen die sich auf einmal alle ein? Oder warum greift Kira die an? Das ist eine gute Frage. Vor allem gefühlt halten die mehr aus als die alte, die wir geklatscht haben. Vor allem, wessen Kira hat die angegriffen? Beide. Echt? Wir haben hier neu. Haltet ein! Ich ergebe mich! Ich gebe auf! Töten oder töten? Der Stützpunkt ist sicher. Ich brauche einen Trupp, um Lord Lloyard in Verwahrung zu nehmen. Aber Darth Aro hat immer behauptet, die dunkle Seite wäre stärker als die helle. Er hat geschworen, dass das Imperium immer über die Republik triumphieren würde. Du hast hell ausgewählt. Er hat mich angelogen. Er hat mich benutzt. Was habe ich ausgewählt? Und dann Festnehmen hat er mich betrogen. Ich bin nur eine Närrin. Ja. Ich auch. Kira war dagegen. Jetzt erkennt ihr die Wahrheit. Ihr werdet für eure Verbrechen gegen die Republik zahlen müssen. Aber ich kann das Opa-Gesicht nicht ernst nehmen. Eure Worte spenden mir. Warum? Trost. Etwas, das ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Nehmt sie in Gewahrsam. Ich muss zurück. Agent Bradbury wartet auf mich. Ich kann das Opa-Gesicht nicht ernst nehmen. Ja, Dave, du bist ein Kiddie. Bin ich gar nicht. Ich bin schon wieder im Keller. Da ist der Fahrstuhl. Mir wurde aber noch was angezeigt. Echt? Ha! Tatsache! Ups. Scheiße. Wo hast du dich jetzt schon wieder in TP? Der hat doch gesagt, also dein Opa-Charakter hat doch gesagt, wir sollen mit der und der quatschen. Ich dachte, das wird die hier in der Base ist. Ja, die andere Base. Ah, danke. Das war eine Base. Bin gleich wieder da. Warte. ich muss da hingleiten. Stopp. Da hinten geht's raus. Dieses Mal nehme ich den richtigen Ausgang. Ei. Vor allem einfach raustippelt, nirgends. Ja. Vor allem, du kannst auch den anderen Gleiter nehmen. Welchen anderen? Diesen Gebietsgleiter. Ach, ich bin Gleiter. Ne, ich hatte mich ja wieder in den Keller tippet, deswegen bin ich unten und nie oben rausgekommen, wo der Gebietsgleiter ist. Also. Ich sehe es doch schon vor mir. Alles gut. Guck mal, so schnell geht's. Nehmt, was ihr tragen könnt. Vernichtet den Rest. In 5 Minuten sind wir startklar. Los! Was ist los? Aros Truppen haben gerade unseren Kommandoposten überfallen. Große Verluste auf beiden Seiten. Unsere Jungs haben sie vertrieben, aber die Imperialen haben Oberbefehlshaber Rance gefangen genommen. Jian Da hat allen befohlen, zum Kommandoposten zurückzukehren. Der Oberbefehlshaber hat zu viele Truppen geschickt, um die Minen zu sichern. Er war so gut wie schutzlos. Rance hatte jede Menge Truppen bei sich, aber Aro ist verrückt. Er hat seine Leute in ein Massaker geschickt. Sie haben doppelt so viele Soldaten verloren wie wir.
Er hat Hunderte geopfert, nur um Rance gefangen zu nehmen. Er geht wohl davon aus, dass wir ohne ihn auseinanderbrechen. Schnappt euch eure Ausrüstung und kehrt wieder um. Gian und die anderen werden mit euch sprechen wollen. Derjenige, der die höhere Zahl hat, spricht. Okay. Diesmal hast du nämlich gesprochen, statt ich, weil du die höhere Zahl hattest. Ja, weil ich einfach die 3 genommen habe. Ich habe die 1 genommen. Da lang. Jetzt gucke ich vorher. Wir müssen ganz raus. Na toll. Und ich kann nicht springen. Also Schnellreise. Einmal das da. Wo müssen wir jetzt genau hin? Da, wo du herkommst. Na dann. Ich bin irgendwie 0,001 km/h schneller als du. Ich will mal gucken. Genau, ich habe doch noch ein paar Gleiter. Ich rüste da mal einen anderen aus. Du darfst ja nicht gleiten. Das sagen die Frauen zu mir auch immer. Du darfst ja nicht gleiten, nur stoßen. Ich muss mir jetzt erstmal einen Gleiter holen. Fahrzeuge. Hallo? Jetzt sehe ich sogar die HP von deiner Kira. Warum geht denn das jetzt nicht? Hä? Ich kann den nicht mehr rausziehen. Warte, ich muss das Muschern draußen machen, wenn wir hier raus sind. Ist ja gerade seltsam. Hier vorne steht der, die das. Dieser umgedrehte Kopf. Der ist so hässlich. Wenn wir den Tempel stürmen, könnte Darth Aho den Oberbefehlshaber töten. Wir haben schon Commander Jupp bei dem Angriff verloren. Wir können nicht riskieren, Rance auch noch zu verlieren. Mem Amgab Kugab. Was? Kramanik. Umkal Kiga Mayamak. Rance ist längst Wurmfutter. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und jetzt bist du wieder. Er würde euch nicht so schnell aufgeben. Vielleicht solltet ihr darüber nachdenken, ob... Ich habe mir das letzte ausgewählt. Seid gegrüßt, Kommandanten der Republik. Mein Name ich krieg's ist doch hin, dass du dunkle Seite kriegst. Die Zeit ist knapp, also bin ich direkt. Ich habe Oberbefehlshaber Rance mit Informationen versorgt, um ihm den Sieg über Darth Aho zu ermöglichen. Ich möchte euch das gleiche Angebot machen. Jetzt müsste ich sprechen. Lasst mich raten. Aho ist einer eurer Hauptrivalen im Imperium. Also nutzt ihr die Republik, um ihn auszuschalten. Mehr oder weniger. Der Krieg ist vorbei. Die Republik hat gewonnen. Wenn wir weiterkämpfen, werdet ihr uns vernichten. Ich akzeptiere das. Darth Aho nicht. Er ist Mitglied im Rat der Sith, aber er ist kein großer Geist. Der Rat braucht jemanden, der progressiver ist, wenn das Imperium überleben will. Jemanden wie euch nehme ich an. Sich Aho offen zu widersetzen, würde den Zorn des Rats der Sith nach sich ziehen. Aber wenn ich helfe, ihn auszuschalten... bekommen wir beide, was wir wollen. Ihr seid ein Sith. Ihr benutzt Lügen und Täuschung, um zu bekommen, was ihr wollt. Ich will nur Informationen bieten. Ob ihr sie nutzt, liegt allein an euch. Kamanemega, Nagaka? Manelak Laki, Nabi Nekemraka? Er will beim Kacken Glück haben, hast du es gehört? Kriegsgefangenenlager fest. Das Gelände ist von Sicherheitstürmen gesäumt, die von Droiden verteidigt werden. Jeder Durchbruch wird Alarm auslösen. Ich übermittle euch die Koordinaten des Lagers und die Codes, um den Turmalarm zu deaktivieren. Ihr könnt sie nutzen oder nicht. Sollen wir wirklich einem Sith-Lord trauen? Kamperem Ganyam Bajiyam. Was denn? Manikikum Bukam. Wir können Marus aus einem... Was ist mit dir jetzt los? Er handelt aus Eigeninteresse.
Er hasst Darth Aho mehr, als er uns hasst. Nebaga Glamka. Gakyam. Glamimu Amyak Galak. Umnuk Inu Nemnu. Hör auf zu lachen. Amka Akka Memperlak Balak. Irgendwas mit Kaki Kaki Lack. Wenn wir beim Kacken Glück haben. Ich heul. Ich lach halt nur, weil du lachst. Ich nehme mal ganz. Ich nehme ganz kurz Kopfhörer ab. Ich hab Tränen in den Augen. Oh Mann, warte mal ganz kurz. Oh Gott. Ich schwitze, ich meine Ohren waren klitschnass vor Tränen, das ist nicht mehr normal. Ey, wann habe ich das letzte Mal so herzlich gelacht? Ich heule! Oh, das tut schon weh. Schluss aus, Ende. Ich kann nicht mehr, das tut weh. Ich muss hier erstmal raus, ich seh die Fratze dort. Alter. Oh Gott. Meine Ohren sind schon wieder klitschnass vor Tränen. So. Jetzt hab mein Puls. Es mir tut schon die Brust vor Lachen weh. Und ich schwitze wie ein Schwein gerade. Ach, warte mal, ich weiß, warum ich das nicht austauschen kann. Ich habe meine Hotbar unten gesperrt. Oh, Hilfe, ey, das war... Ich habe schon ewig nicht mehr so herzlich gelacht. So, jetzt komm mal. Bleib mal stehen. Fahr los. Ich will immer noch schneller. Ja, das ist gefühlt auch viel langsamer. Krieg ich mit. Wo müssen wir aber hin? Da. Oh, Alter. Sowas muss im Stream passieren, wo mehrere Zuschauer dabei sind. Oh Gott, zum Glück, ich hab die Facecam an. Ja, deswegen habe ich Lachflash bekommen. Ich habe ja überhaupt nicht gelacht wegen diesem Idioten, sondern... Lucky, lucky, kack, kack. Alter. Mann, warum solche Sachen? Ey, die müssen doch damit rechnen, dass man sich bepisst vor Lachen. Er ist ja vielleicht gewollt. Da hat man halt noch Spaß an dem Spiel. Ja, das sowieso.
Aber der Nachflash kam einfach so, das mit diesem Kacki-Kacki-Lack-Lack, das war ja halt vorher schon. Ich hab gefühlt 5 Minuten später erst den Lachflash bekommen. Ey, da legt mich am Hintern, ey, das kannst du keinem erzählen. Hallo, warum kämpfst du leider nicht? Jetzt. Oh Gott. Ey, wann habe ich so zuletzt so gelacht? Keine Ahnung. Sicherlich ein halbes Jahr her. Ja, aber ich habe das letzte Mal so herzlich gelacht, da war ich mit meiner Ex zusammen. Das ist locker 5-6 Jahre her. Alter, aber das sowas tut auch gut. Jetzt bin ich nämlich hellwach und gleich saumüde. So. Warum? Warum kämpft ihr? Weil ich dachte, wir müssen diese Geschütze wegmachen. Nee, wir müssen an diese fetten Dinger da. So. Scheinbar kämpfe ich um den Arsch zu retten. Ja, kannst du machen. Dann suche ich mal das letzte Ding. Das ist. Wo ist das? Da hinten. Ey, die dürfen sowas nie wieder einbauen in irgendein Spiel. Der wollte einfach Glück beim Kacken haben. Oh Gott. Kira, wo bist du? Kira! Da ist er! Au, ich bin down! Was? Nix, ich lebe wieder! Jetzt habe ich aber hier gerade arke Probleme. Ja, ich schieb mich ganz kurz. So. Ich komme jetzt aber hier. Ja, durch den Ziff bin ich auch gestorben. Alter, der macht mich schon wieder down. Nee, da ist er tot. Mike, Hilfe! Wo bist du? Alter! Ja, man kriegt. Hier kommen immer mehr! Was ist denn hier los? Irgendwie hast du, keine Ahnung, ein paar mehr angegriffen gleichzeitig. Nee, ich hab nur den Sif da hinten angegriffen, bei dem letzten Schnippel, die dumm, was wir machen mussten. Irgendwie wird mir das immer noch angezeigt. Hä? Oh, Loot. Ey, jetzt hust dich erstmal die nächsten 100 Jahre. Wird dir hier das Ding auch noch angezeigt? Deaktiviere den östlichen Sendeturm. Das ist der hier. Ich hab den schon deaktiviert, aber irgendwie. Jetzt ist er bei mir auch komplett weg, hä? Dann muss ich das auch noch machen. Nein, ich hab wieder Heilung. Oh Mann, ich muss mir mal Medipacks kaufen. Richtig? Ich hab noch so viele, die ich immer wegschmeiße mittlerweile. Ich hab nur noch 13. Ich habe immer noch 20 Stück dabei.
krabbelt aber die Nase. Will ich hier hin? Irgendwie. Oh Mann. Vor allem ist das wirklich deine Kira und meine steht brav neben mir. Sicher, dass du die auf Heilung hast und nicht auf Schaden? Ich hab die auf Heilung. Okay. Sonst würden wir ja nicht regenerieren. Creepy. Na, meine steht auch auf Heilung. Achso, ich dachte, die auf Schaden. Ach doch, nicht hier. Nicht nachdem ich so oft gestorben bin. Das Nasekrabbeln stört gerade. Warte mal ganz kurz. Ich habe 302.000. Nein, wo war das Vermächtnis? Auf V. J-Vermächtnis. Gut. Fortschritt, Gefährte habe ich alles. Reisen, genau. Damit kann ich nach Orikron reisen, damit nach Rishi, damit nach Yavin 4 und damit nach Odessen. Hier unten brauche ich eine Mille, da brauche ich zwei Mille. Hier brauche ich 600.000. Gleiternavigation 4. Wie viel hast du bei Reisen, ne? Bei den Gleiternavigationen? War das. Wo ist denn das? Bei Vermächtnis unten, wenn du runterscrollst. 4. Ich habe nur 3 freigeschaltet, das 4. haben fehlt mir noch. Ah, okay. Also hast du 10% mehr Geschwindigkeit drauf als ich tatsächlich. Ah, deswegen. Das andere 1,2 Mille. Das andere kriege ich nicht, ich kann nicht über eine Mille kommen. Ja, ich auch nicht mehr. Na, da müssen wir doch noch ein bisschen Geld sparen hier. Keine Sorge. Hä? Du bist gerade nicht mehr wie auf der Stelle gerannt. Du rennst die ganze Zeit auf der Stelle bei mir. Hä, ich hab gegen die Alte gekämpft die ganze Zeit und die war vor mir tot. Die ist wieder aufgestanden. Nee, die war nicht tot, die war einfach nur unsichtbar. Die verschwindet und taucht dann wieder auf. Zombies. Ich sag's ja. Guck, da ist sie verschwunden. Jetzt ist sie wieder da. Das ist eine doofe Kuh. Vor allem, wir sind voll falsch gerannt, no, wir müssen da lang. Was? Wir müssen hier lang, wir sind voll wieder in die falsche Ecke gesprungen. Aber beide dieses Mal. Okay, Darko. Ja, komm, wir quatschen, ist noch Zeit mit der Rohrpause. Wir dürfen nicht ruhen, bevor das Imperium für immer von Ilum verschwunden ist. Ich weiß, dass ihr mit irgendwem im Imperium zusammenarbeitet. Nennt mir den Namen des Verräters. Tut mir leid. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Ich erinnere mich an Gesichter. Vielleicht, wenn ihr mir einige Hologramme zeigt. Wir können 9 Schmerzstufen auslösen. Das war Stufe 3. Denkt vor eurer nächsten Antwort daran. Mal sehen, ob ihr den Mumm habt, euch jemandem zu stellen, der sich wehren kann. Ach, der heuchlerische Kodex der Jedi-Ritter. Ihr verdammt unsere Taktiken. Und dennoch habt ihr meine Schülerin getötet. Und dafür... Am 140? Wir haben Lord Lawyer in Gewahrsam. Sie hat sich ergeben, nachdem ihr sie im Stich gelassen habt. Nein, sie hätte sich niemals ergeben. Sie hätte ihr Leben für mich geopfert. Für eure Lüge werden meine Schmerzbringer euch mit einem qualvollen Tod bestrafen. Vernichtet sie. Die wollen dich töten, Darko. Recht Leuerts Niederlage durch ihre gequälten Schreie. Du hast ja gelogen in seinen Augen.
Ja, ich werd geblitzt, Dings. Ach komm. Willst du jetzt mal hinaus? Beeilst du dich mal? Ich hab schon zwei gekillt. Hast du was gesagt? Ich muss jetzt überlegen, hatten wir das nicht schon, aber es kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Hatte ich noch nie. Ich verdanke euch mein Leben. Das tun wir alle. Chuba uno bunko, chino manata. Aho weiß, dass wir hier sind. Er wird Verstärkung schicken. Ihr habt recht. Ich höre schon, wie sie den Gang entlangkommen. Wir haben keine Rüstung, keine Waffen. Ihr müsst sie aufhalten, damit wir entkommen können. Bebeska kukape ma watabo. Tenya nucha dubota. Achtung. So schnell stirbt niemand. Cool, ich werde geheilt, obwohl ich nicht kämpfe. Nice. Die halten gar nichts aus. Ich one-hit die jetzt viele. Ja, mach weiter so. Wir sehen uns dann im republikanischen Kommandoposten. Viel Glück und danke. Kann man die töten? Welche? Die gerade weggerannt sind. Die hätten ruhig mitkämpfen können. Okay. Mir wird nichts angezeigt. Sehen uns später. Mir wird wieder nichts angezeigt. Jetzt erst, nachdem du dort bist, wird mir das angezeigt. Hä? Was ist denn das für eine Kacke? Habe ich irgendwas ausgestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur... Und wieder bin ich im Keller unten. Ach komm, leck mich. Dass du den Fahrstuhl verpasst hast. Warte mal, hab ich hier wirklich irgendwas ausgestellt? Das kann ja nicht sein. Nee, ist eigentlich alles normal. Oh, ich hab schön Ping. Von was? Von 100 irgendwas? Nö. Was steht denn überhaupt der Ping? Ganz oder unter der Minimap. Steht bei mir nur Uhrzeit. Daneben steht PVE und daneben ist ja die Ping-Server-Verzögerung. Also. Uiuiui. Sag. 8.05. Ah, ne, 1.30. Aktuell 54 bei mir. Hatte eben 8.50, jetzt 31. Vor allem, wo ist denn das Ding zum Quatschen? Hä? Der Oberbefehlshaber Warnziel. Den kann ich nicht anklicken? Nicht wählbar für dieses Gespräch. Was für eine Quest hast du? Sprich mit Oberbefehlshaber Reins. Genau. Lass die Gefangenen geizfrei 0 von 3. Ja, die habe ich auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Aber eigentlich müsstest du hier diesen Typ hier anquatschen. Ja, auf der Minimap wird der mir ja auch angezeigt. Kann man in den Kreis rein? Ja, ich sehe keinen Kreis. Geh nochmal raus und wieder rein. Aus diesem... Hey, was ist das für eine creepige Scheiße gerade? Jetzt ist das hier blau.
Jetzt? Nee, immer noch nicht. Hä? Warte, ich reconnecte mal kurz. Also ich lock mich kurz aus und dann... abmelden, sofort. Warst du vielleicht schon drinne, bevor, wo ich noch mit dem Fahrstuhl hochgefahren bin? Nicht, wo du mit dem Fahrstuhl hochgefahren bist, aber ich bin kurz vor dir reingegangen. Ganz normal, wie häufiger halt. Ich kann es mir vorstellen, wenn du jetzt vor mir reingehst und ich zu lange brauche, um reinzukommen, dass es dann irgendwie rumspackt. Wenn du da bist, nicht reingehen. Wir müssen noch wieder in... Ja. Soll ich in deine Gruppe kommen, ja oder nein? Ich komm. So, erstens scheißegal, zweitens warst du, war ich jetzt in deiner drin. So, bin drin. Und? Nee, immer noch nicht. Warte mal, Ah hier, guck mal, Erfolg ansehen, zeig mal her. Was hast du für Erfolge? Raumiga 10 von 3320, aha. Interessant. Kraftakte 0 von 0. Okay. Aber ich verstehe das jetzt nicht. Übereinkunft der Ehrenmänner. Ja, genau. Mir wird der Dulli ja auf der Minimap auch angezeigt. Aber... Wollen wir einfach kurz mal zurück und diese Gefangenen befreien? Ja, warte, dann muss ich das wieder einblenden. Ich hab's gerade ausgeblendet. Ja. Das kann damit eigentlich nicht zusammenhängen. Ich glaube schon, weil es einfach nur Bonusrotz ist. Oder wir machen das dann so, wenn das jetzt nicht daran liegt, dass wir kurz einzeln da reingehen, ohne Gruppe. Und ja, können wir auch. Dann, oder wollen wir das erstmal gleich versuchen? Ja. Ja, bevor wir jetzt sinnlos hin und her fahren. Zusätzliche Befehle. Ich hab dich aus Gruppe entfernt. Spieler infizieren. So sieht man alles von einem. Ja, ich bin draußen. Jetzt geht's. Komischerweise. Naja. Ihr habt es geschafft. Nur dank euch. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch noch danken soll. Wir stehen auf derselben Seite, Commander. Ich weiß, dass ihr für mich dasselbe getan hättet. Wir hätten es sicher versucht. Aber niemand schafft solche Dinge wie ihr. Tut uns also bitte einen Gefallen und lasst euch nie gefangen nehmen. Eingehender Kontakt, Commander. Er scheint euer imperialer Freund zu sein. Schön, euch wohl aufzusehen, Oberbefehlshaber. Jetzt, wo ihr das Kommando wieder übernommen habt, verzweifelt Darth Aho immer mehr. Er hat seinen Schiffen befohlen, auf der Oberfläche von Ilum zu landen, um dort mit einer ersten Version der Tarntechnologie ausgestattet zu werden. Das Schlachtfeld ist nicht sicher. Wenn seine Schiffe hier landen, könnten wir seine gesamte Flotte ausschalten. Nur wenn wir sie auch finden. Aho weiß, dass jemand vom Imperium gegen ihn arbeitet. Er hält die Landeorte geheim. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich werde euch nicht mehr kontaktieren. Aho wird immer argwöhnischer. War ja klar, sobald ein Risiko für ihn besteht, lässt unser Verbündeter uns im Stich. Er ist ein Diener der dunklen Seite. Selbstschutz wird für ihn immer an oberster Stelle stehen. Es gibt nur wenige Orte auf Ilum, wo ein größeres Schiff als eine Fähre auch nur einen Landeversuch wagen könnte. Auf diese Landebahnen müssen wir uns konzentrieren. Wenn wir die Schiffe ausschalten, die bereits am Boden sind, können keine weiteren Schiffe landen. Ich bin hier gekommen, um Darth Aho aufzuhalten, dann kann ich die Arbeit auch beenden.
Ich würde ja jemand anderen schicken, wenn ich könnte. Aber Karuva und Gianda führen alle verfügbaren Truppen in den Kampf gegen wichtige imperiale Stellungen. Ich gebe euch die Position der Landebahnen. Benutzt diese Ionengranaten gegen die Schiffe, die bereits auf der Oberfläche sind. Gegenstände verfügbar. Hä? Wieso kann ich nicht mit dem... Warum? Ich verstehe das. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Alter, was ist denn das für eine Waffe, Alter? Viel Glück da draußen. Du bist gemutet. Oh. Eigentlich bin arm. Ich habe gerade über 100.000 für Reparatur ausgegeben. Oh, genau. Warte mal. Wie sieht's bei mir aus? 62%, 50, 55, ja, passt noch. Ich konnte bei dem Endorte gar nichts verkaufen, ich konnte gar nicht anklicken. Ich auch nicht. So, jetzt warte mal, ich will dich jetzt mal ein bisschen inspizieren. Ich bin weg. Ich kann mit dir nichts machen außer Gruppe. Zum Anführer erinnern und aus der Gruppe werfen. Warum teleportierst du dich schon wieder einfach weg? Warum willst du mich inspizieren? Weil man das so macht. Man muss ja gucken, was die Eigenschaften von dem jeweiligen anderen sind. Melden. Wer melden, realistische Person, belastet. Vermächtnisname. Okay, du hast treue verbündete Verteidigungsschwert und Lichtschwert des Ritters. Okay. Taktisch hast du nichts. Ich vergleich das mal mit mir. Dein Gegenstandswert 182, meiner 275. Ich habe einfach 0 dunkle Punkte. Du hast 100. Charakterdetails, Beherrschung, aha. Okay, warte mal. Kann ich das so hier? Ich habe komischerweise eine höhere Überlebensfähigkeit, eine höhere Unterstützung und höheren Schaden als du. Beherrschung. 1058. Beherrschung hast du aber auch 1058. Basis, dann Bonus 808. Präzision. Wow, wie hast du 247 Präzision bekommen, bitteschön? Na doch, Präzision. Ich habe aus jedem Datacorn immer nur Präzision bekommen. Wo du 1000 verschiedene Sachen. Ich kriege immer Präzision. Keine Ahnung. Schnelligkeit bin ich dir ein bisschen überlegen tatsächlich. Kritische Wert auch. Aber alles andere, ich verstehe das sowieso nicht. Ob das charakterbedingt ist. Ich habe keine Ahnung. So, Designer, Ausrüstung, Design kann ich nicht anklicken. Okay. Warum hast du 0 dunkle Punkte, Alter? Was bist du für fucking Jedi?
Eine Tempelwache. Was müssen wir denn erledigen? Schiffe. Wow. Eigentlich Rohrpausenzeit. Ja, kannst du gerne machen. Okay, du machst die Schiffe, ich roch in dem Sky.